Willkommen zur nächsten Runde FIFA 18 The Journey. Wir sind jetzt bei Bayern, haben ein grandioses Debüt hingelegt. Also wirklich, wirklich, also es war wirklich richtig, richtig gut. Nach diesem kranken Pokalspiel auch. Und jetzt geht's weiter mit einer Sequenz. Ah ja, Alex. Wie läuft es so, Dino? Ach Alex, alle unzufrieden. Der Chef, die Fans, Spieler. Das Aus im Europacup. Der Rückstand in der Liga, der Druck lastet auf mir. Wir müssen das dringend ändern. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Dino. Der Vorstand hat das Budget freigegeben, um einen neuen Topstar an Bord zu holen. Konkurrenz belebt das Geschäft? Ja, stimmt, aber dem Vorstand geht es in diesem Fall nicht um Konkurrenz. Hier geht es um ein Duo im Sturm. Und du bist ein Teil dieses Sturmduos. Cool. Genau deshalb habe ich dich gerufen. Ich brauche deine Meinung, wer für dich der optimale Partner sein könnte. Um wen geht es denn bitte? Bitte glaub mir, es geht um ein Top-Talent. Oha. Ja krass, jetzt können wir hier wählen, wen wir als Sturmpartner haben wollen. Ja, ganz ehrlich, Müller ist ja eh da, ne? Also, verbuche mit Müller zusammen, Tor. Aufgabe gibt für die Vorlage zu Griezmann-Toren. Müller ist eigentlich am entspanntesten, ne? Weil wir halt Tore und Vorlagen machen können. Und bei Griezmann müssen wir halt mehr Vorlagen machen. Aber das können wir eigentlich machen. Ich glaube, Griezmann ist halt auch der krasseste, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Und ich habe Bock, mit ihm zusammen zu spielen, also... Griezmann, keine Frage. Ich meine, die anderen sind auch gut, aber... Er ist einfach der Cleverste. Und im Abschluss ist er unglaublich. Genau das dachte ich mir, du hast recht. Er war unglaublich gut bei Atletico. Ich gebe dem Boss Bescheid, er wird zufrieden sein. Danke dir. Oh, Dino? Alex? Ich verdanke es dir, dass ich hier bin. Danke. Keine Sorge, bist bald wieder da. Wieso hat er jetzt zu Coman gesagt, keine Sorge, du bist bald wieder da? Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Aber okay. Okay, wir haben Griezmann am Start. Ich freue mich, mit Mr. Alex Hunter bei Bayern zu spielen. Dream Team Hunter Griezmann. Ja, Mann. Das wird fett, auf jeden Fall. Richtig cool. Okay, Dribbling Training. 1 gegen 1 Parcours. Mal gucken, wie das wird. Alex, sieh mal, wer gekommen ist. Alex Hunter, looking forward to scoring some goals with you. Oh Mann, das wird groß, kann's nicht erwarten. It starts tomorrow in training. Sicher doch. Willkommen im Club. Nur der Sieg zählt. Da ist der kleine Griezmann. Okay. Wir müssen gegen den jetzt bestimmt antreten. Eieieiei. Oh Mann. Oh Mann, Griezmann, so ist es. Nein, echt. Oh, ja, cool. Na, Griezmann, was war das denn? Nein. Oh. Ja. Los jetzt! Nein. Na? Forza! Oh nein. Oh, Glück gehabt, ey. Wir haben es geschafft gegen Griezmann. Ja. Cool. Okay, weiter. Nächste Runde. Parkour-Rennen. Oho.
Gegen Griezmann, ey. Also das ist doch, ey. Los! Hey, ohne Ball? Was? Scheiße, nein, fuck. Ich wusste nicht, dass hier jetzt die nächste Runde kommt. Fuck, so eine Scheiße. Ah, ich muss vorher abschießen. Das will ich nochmal neu machen, ganz ehrlich, das war einfach doof. Drauf, drauf! Nein, nicht wieder dagegen, ey. Nein, legt sie sich wieder da aufs Maul. Ach ja. Run, run, run! Nein, nein! Nein, nein! Jetzt verkacke ich das echt noch! Oh Gott. Okay. Ganz entspannt. Ich muss da echt unten herlaufen. Ich nehme mich da einfach immer aufs Maul. Los, ihm alles geben! Oh, Gott sei Dank. Okay, das nehme ich jetzt so. Damit bin ich zufrieden. Mann, 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 ey. Sehr gut. Genau die. So, es geht ja ab gegen Schalke, ja, cool. Okay, wir mit Griezimeni. Heimspiel. Fett. Fett, fett, fett. Okay. Los geht's. Direkt Vollgas hier. Aufgrund der Doppelnutzung durch den TSV 1860 München und den FC Bayern München gab es zur Eröffnung der Allianz Arena 2005 gleich zwei Eröffnungsspiele. Und beide verliefen erfolgreich. Der TSV gewann gegen den Club aus Nürnberg mit 3:2. Ah, verdammt. Bayern schlugen eben mal die deutsche Nationalmannschaft mit 4:2. So gehen's die Bayern also heute an. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation geschehen. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel geht. Mach Griezmann. Der war aber nichts. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Nein, abseits. Boah. Oder faul oder irgendwas. Glück gehabt, ey. Jetzt wird's gefährlich. Thiago passt da gut auf. Ey, hallo. Nein. Ja, es wird dann gleich mit Schiedsrichterball weitergehen, aber hoffen wir erstmal, dass er weiter. Hallo. Ah, nein, 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 das muss sein. Nein, nein, nein. Was geht denn jetzt ab? Alex, Alex. Alex, du bist verletzt, du musst raus! Nein, ist schon okay, mir geht's gut. Ach, das sollte so sein. Alles nur noch schlimmer, du bist verletzt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Raus! Alex. Das wird schon, nur Geduld. Ja, krass, was war denn da jetzt? Also, sollte das jetzt so sein? Ich denke ja. Das Kapitel heißt ja auch Rückschlag, ne? Und? Alex, ich habe schlechte Nachrichten.
Es ist ein schwerer Meniskusriss. Deine Operation ist Ende dieser Woche. Und dann steht die Reha an. Mit etwas Glück und hervorragendem Training kommst du zurück. Im März. März? Das sind fast 2 Monate. Alex, ich wünschte, es wäre nicht so. Aber manches liegt halt nicht in unserer Hand. Du darfst nach Hause gehen, wenn du willst, bis der Gips ab ist. Dann schicken wir dich zu einem Spezialisten. Dort beginnt die Reha, in Los Angeles. Ja, sie schicken uns zu einem Spezialisten nach L.A. Ey, was, welch ein Wunder. Was ist da los? Du musst dich stärken, damit dein Knie wieder wird. Was hast du? Ich... Glotze. Hat dein Dad dir je erzählt, wie er verletzt wurde? Es war die 5. Pokalrunde. Harold war in der Form seines Lebens. Die Nationalmannschaft war in Reichweite. Der Innenverteidiger hat ihn einfach umgesäbelt. Der Schiedsrichter sah das nicht als faul. Von dem Punkt an war dein Dad überzeugt, dass ihm eine Riesenchance geklaut wurde. Er wollte so schnell wie möglich wieder spielen. Also hat es übertrieben, ist zu früh zurückgekommen. Gott, als die Ärzte sein Karriereende verkündeten, hat er sich verändert. Völlig. Was willst du damit sagen? Ich will dir bloß die Wahrheit sagen, mein Junge. Mach langsam. Du bist nicht dein Dad. Lass dir Zeit. Dann wirst du stärker als je zuvor. Iss auf, bevor es kalt wird. Neuen Schwung geben. Würde seiner Karriere natürlich auch gut tun. Hatte anfangs große Schwierigkeiten in der Premier League, ist jetzt aber wieder im Team. Kam ja aus der Championship, ist heute natürlich die Riesenchance für ihn, sich hier vielleicht zu etablieren. Ja, wir müssen uns auskurieren, ne? Wir dürfen jetzt nicht sad werden. Ach was, wir zocken jetzt? Ne, echt? Ach du Scheiße. Aufgaben. Schaffe den Sprung in die Startelf einer Premier League Partie mit Danny. Gib die Vorlage zu einem Griezmann zu. Achso, okay. Und gewinne den EFL Cup mit Danny. Ach du Kacke, wir zocken jetzt mit dem. Ach nee, ey. Danny Williams. Ja, krass. Er bekommt seine Chance und ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht. Das ist keine leichte Aufgabe. Oh, 8,0. Echt, Mann. Für Firmino, welche Position? Stürmer. Mané. Wijnaldum. Danny Williams. Wijnaldum. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ja, war gar nicht so schlecht, ey. 10 Minuten sind hier angebrochen. Was, so wenig Zeit, da habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Sehr gute Entscheidung. Anderson. Milner. Reinaldo. Das könnte die Chance werden.
No. Verdammt, ey. Oh Gott, ist das ein Druck? So wenig Zeit. Was war das denn? Ich hab nicht mal gesagt, dass der passen soll. Saha. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Sie verlieren den Ball. Schade, das war eine gute Kontermöglichkeit. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Wird das eine Torchance? Williams. Und jetzt Coutinho. Ach, was für ein Kackpass, der hätte mir noch einfach nur geben müssen. Wieso denn so in den Lauf? Ich war doch gar nicht in dem Lauf. Ich wollte noch gar nicht in den Lauf. Und weil ich mich aufrege, habe ich jetzt so einen Scheiß gemacht. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Flanke. Ja, Kackflanke war das. Das war eine wichtige Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen. Coutinho. James Milner. Gib doch mal her, das Ding. Ach, fuck. Sacco. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Der Konter wird gestoppt und jetzt könnte es in die andere Richtung gehen. Nein, wieso ist denn immer einer im Weg? In den Schuss, das war wichtig. Saha. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Leute, holt den Ball, holt den Ball, verdammt, holt den Ball, holt den Ball. Ach, was machst du denn da? Jetzt ist er durch. Die Chance. Das macht er stark. Danny Williams. Gut den Ball verteidigt. Noch, gib ihn doch in die Mitte. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Aber nicht durch uns. So gar nicht. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Kompromisslos vorgetragen. Uiuiui, in der letzten Minute. Durchgesetzt. Kaum eine Chance, den noch abzuwehren. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ich will auch noch was machen mit dem Danny, komm schon. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ronaldo. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gute Aktion jetzt. Nathaniel Klein. Nee, lass mich vorbei. Och, Mann. Und auch noch abseits. Oh. Lee Chung-Yong. Lee Chung-Yong. Da kommt der Pass. Wird das eine Torchance? Wieso ist da keiner? Wieso ist er nicht dabei dem? Hier nochmal. Und jetzt Benteke. Aus diesem Einwurf Leute. Sich vielleicht eine Chance entwickeln. Er wirft den Ball schnell ein. Gut verteidigt hier. Oh, Gott sei Dank. Okay, mit dem Danny jetzt nicht so geglänzt, aber gewonnen immerhin. Also sie erhoffen sich natürlich Tore von ihm, ganz klar. Und das war heute Fehlanzeige. Ja, aber ja. Den Sieg gibt's ja am Ende trotzdem und das ist ganz viel wert.
Sie gewinnen. Und das hatten wir eigentlich auch so erwartet. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so... Ah, wir haben eine Chance rausgeholt. Okay, wir haben halt nur keine 8,0 geholt. Ja, passt. Passt. Verrückt, einfach echt verrückt. Okay, weiter. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay, Leute. Einer, ja komm, das ist doch nett. Alle für einen, einer für alle? Nein. Die drei Musketiere, oder? Zwei. Ah, die sind aber schon gemein. Unbarmherzig. Du wolltest mich sprechen, Boss? Ja, das wollte ich. Komm rein. Die Premier League. Großer Sprung. Wenn du dich hier durchsetzen willst, musst du noch härter arbeiten und trainieren als in der Championship. Das Talent war noch nie dein Problem, Junge. Was dir fehlt, ist der eiserne Wille. Dir reicht es schon, ein Mitläufer zu sein, anstatt alles aus dir rauszuholen, was geht. Hab ich recht? Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich würde einfach sagen, geht klar. Auf jeden Fall. Ruhig, Boss. Also, noch hast du das Beste nicht gesehen. Was ist dein Problem, hä? Wenn du halb so viel Energie in dein Spiel wie in dein Gehabe stecken würdest, könntest du ein großartiger Spieler sein. Ah, verdammt. Auf der Bank sitzen, ein paar Minuten auf dem Rasen sein, Gehalt kassieren, ist dir das genug, ja? Nee. Natürlich nicht. Die Zeit ist für dich gekommen, diese Witze sein zu lassen. Verdien dir lieber mal etwas mehr Respekt. Kümmer dich drum. Okay, alles klar, Boss. Der Trainer sollte mich halt mal richtig aufstellen. Okay, Williams, ich red mit ihm. Ich verspreche nichts, okay? Raus jetzt. Uiui, harte Ansage. Dannys Karriere retten, ja klar. Ich bitte Danny. Nee, klar machen wir das. Ja, jetzt sind wir hier mit dem Danny am Start. Cool. Was kommt als nächstes? Trainingstag gegen den Torwart Wallis. Okay, aber das machen wir dann in der nächsten Folge mit Danny. Es ist so cool. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und haut rein.